Mein Name ist Alexander Best und ich agiere hier bei der DataCore Software als sogenannter Regional Technologist in der Region Zentraleuropa. Das ist so primär Dach und alles, was da so dran angeflanscht ist. Und in dieser Funktion habe ich so die ehrenvolle Aufgabe, immer technische Sachverhalte einfach zu erklären und komplizierte Aufgabenstellungen unserer Kunden, unserem Produktmanagement und unserer Entwicklung ein bisschen näher zu bringen. Und ich versuche das heute auch, das heißt so ein bisschen im Stil der Sendung mit der Maus, dass wir uns mal damit befassen, wie ist es denn eigentlich um die Daten bestellt, wo speichere ich was idealerweise am besten und wie stellen sich denn eigentlich Datenbestände heute in den Unternehmen dar, also was haben wir denn so eigentlich an Datenklassen und wie behandelt man die? Und da jetzt einzusteigen, gucken wir uns zunächst mal was an zum Thema, wie sich das alles entwickelt. Und für viele wird dieses Slide jetzt nicht unbedingt eine Überraschung sein oder was Neues darstellen. Wir haben nach wie vor den ungebrochenen Trend, dass die Budgets, die uns zur Verfügung stellen, stehen im Speicherumfeld, nicht in dem Maße wachsen, wie die Anforderungen wachsen. Das hat landläufig damit zu tun, dass es ja heißt, die Festplatten werden immer größer, ja, und darum muss ich für immer mehr Daten eigentlich immer weniger Geld ausgeben. Und darum ist es auch dort ein bisschen schwierig, entsprechend weiteres Geld zu bekommen für mehr Anforderungen. Dann haben wir dieses ungebrochene Datenwachstum. Und wir haben das jetzt hier mal noch ein bisschen auseinandergebrochen. Was wir sehen an der Stelle mit dieser Linien, dieser hellblauen Linie, die hier jetzt läuft, ist, dass wir was wir als sogenannten strukturierten Datenbereich verstehen. Das heißt, die Kerndatenbestände, mit denen quasi das Geld verdient wird, das heißt, mit was die Infrastruktursysteme betankt werden, wo die Kerninformationen für den täglichen Betrieb eines Unternehmens draufliegen, was man als sogenanntes Mission Critical, also geschäftskritisches, strukturiertes Datenset versteht. Dieser Datenbestand wächst, allerdings wächst der nicht so stark wie der Gesamtdatenbestand. Also es gibt diesen Gesamtdatenbestand im Unternehmen und der wächst erheblich stärker, weil ein Trend, der sich fortsetzt und nach auch immer stärker wird, ist die Situation, dass die unstrukturierten Datenbestände erheblich stärker wachsen als die strukturierten Kerndatenbestände. Wir sehen aus den Daten, die uns vorliegen, aus der Endkundentelemetrie, dass sich in dem Bereich der strukturierten Daten in etwa, dass sich das etwa auf 10% des gesamten Datenbestands eines Unternehmens niederschlägt und dass mit diesen 10% der Daten knapp 90% des Gesamtumsatzes gemacht werden, also des Gesamtdaten-IOs. Nichtsdestotrotz wächst dieser Bereich der unstrukturierten Daten, die zunächst mal angelegt werden, die entstehen, die aber auch verwaltet werden wollen und die nur bedingt bis gar nicht löschbar sind. Das sind alles so Bereiche wie Multimedia im Zusammenhang mit jetzt immer verstärkter Videokonferenzarchitektur, die wir heute nutzen müssen aufgrund der Pandemiesituation, viel mehr Homeoffice-Betrieb, entstehen dort neue Datenströme und Datenarchitekturen, die aufbewahrt werden und die einfach da bleiben, weil die gegebenenfalls nochmal gebraucht werden. Und wir haben auch den Trend mit dem ganzen IoT-Thema, mit dem wir eine enorme Sensorik heute haben. Diese Sensoren erstellen alle Daten. Diese Daten sind nicht nur temporär vorhanden, sondern werden gehalten, statisch, um daraus zum Beispiel auch später für Unternehmen Erkenntnisse zu gewinnen, also über Data Mining im Nachgang dann zum Beispiel Geschäftsentscheidungen zu treffen, Investitionsentscheidungen zu treffen und so weiter. Die liegen aber im Normalfall relativ still im Gesamtunternehmensbestand drin und werden nur teilweise konsultiert oder es handelt sich hier um Archivdaten, die aus Compliance-Gründen ganz einfach gehalten werden müssen und die letztendlich das Gesamtdatenmodell der Unternehmen enorm aufblähen. So, und alles das muss letztendlich mit einer vernünftigen Speicherarchitektur abgedeckt werden. Die Anforderungen, die man dabei an Speichersysteme hat, sind vielfältig. Ja, und da gehört halt eine hohe Flexibilität dazu, weil ich heute nicht weiß, was morgen die Anforderung ist. Wir müssen das auf die unterschiedlichen Anforderungen, die mir das Tagesgeschäft
aufbürdet, letztendlich auch abstimmen können. Es wird ein hoher Automatisierungsgrad erwartet, weil man an der Stelle halt dann auch sich nicht mit dem Speicher beschäftigen will zum Selbstzweck. Speicher ist da, weil er da sein muss. Ja, und letztendlich befeuert der Speicher meine Anwendung. Und es geht eigentlich um die Anwendungen und Prozesse, die im Unternehmen laufen. Und damit die laufen, muss der Speicher zuverlässig sein. Er muss nonstop funktionieren, um einen kontinuierlichen Betrieb auch außerhalb der Kerngeschäftszeiten zu erlauben. Und es darf keine Reibungsverluste im Rahmen durch Migration oder Ähnliches geben. Das heißt also, wenn ich nach 3 bis 5 Jahren eine Hardware-Komponente austausche, weil die out of service ist, weil die nicht mehr renewed werden kann, dann darf das nicht den Betrieb insofern beeinflussen, als dass ich für eine Migration von Hardware A auf Hardware B 4 Wochen Stillstand habe oder sowas in der Richtung. Ja. Es muss auch nahtlos integrierbar sein. Das heißt, ich muss mit den führenden Anwendungsplattformen wie Hyper-V oder VMware zusammenarbeiten können. Ich muss mich nahtlos in diese Architekturen integrieren können. Und ich muss in der Lage sein, kostenoptimiert, performanceoptimiert, meinen Speicher jederzeit zu modellieren und auf die Anforderungen, die wir oben haben, geschäftliche Anforderungen abstimmbar und flexibel. Ja, immer wieder auch so reagieren zu können, ohne dass ich dafür jedes Mal das Rad neu erfinden muss oder mit einer riesen Investition wieder rangehen. So, und um das alles zu erzielen, gibt es im Prinzip unterschiedliche Varianten, das zu lösen. Eine Variante kann natürlich sein, alles in die Cloud zu packen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Cloud am Ende des Tages auch aus der gleichen Hardware besteht, die man on-premise hat, also die sie so bei sich im Rechenzentrum sowieso stehen haben. Nur ist die eben in einer viel größeren Menge dort verbaut und ja, durch das Gesetz der großen Zahl und der entsprechenden Massen kann man die natürlich dann als Cloud-Service-Provider günstiger einkaufen als das der jeweilige dezentrale Rechenzentrumsbetreiber. Und aufgrund dessen, dass die Anforderungen für viele Kunden vergleichbar sind, kann ich mit einer schlagkräftigen Kernmannschaft den Bedarf von vielen decken. Und ich kann auch so eine globale Automatisierung an der Stelle anwenden. Damit erreiche ich eine hohe Skalierbarkeit, die dann natürlich für die Kunden dann auch abgreifbar ist, in dem Moment, dass ich mich dort einfach auf einen Service aufbuche. Das Problem ist allerdings, wie sich die Kosten entwickeln. Es gibt also hier sehr erstaunliche Erkenntnisse zum Teil, dass also zum Beispiel alle Daten in die Cloud zu pumpen zunächst mal sehr günstig ist. Nur wenn ich sie wieder haben will, kann das sehr teuer werden und dort sehr überraschende Rechnungen dann gestellt werden können. Es gibt gerade im europäischen Raum mit der DSGVO auch enorme Hürden, was jetzt Kontrolle, Compliance betrifft. Nicht alle Daten dürfen überall öffentlich gespeichert werden. Ich muss also dann schon sehr genau aufpassen, mit welchem Cloud-Provider ich mich einlassen darf. Und dann haben wir noch das Thema der Performance. Ja? Daten haben eine sogenannte Anziehungskraft. Man spricht davon Data Gravity. Das heißt, dort, wo die Daten liegen, sollte auch die Verarbeitung sein. Und wenn ich jetzt meine Daten irgendwo weit entfernt in der Cloud habe, meine Rechenprozesse aber lokal mit diesen Daten arbeiten sollen, dann habe ich einfach hier eine Performance-Hürde, die zu überwinden ist. Oder ich muss auch meine Rechenprozesse in die Cloud packen. Und da haben wir dann wieder so eine Art Kreislauf, wo es dann wieder um die Kosten geht. Also es gibt hier verschiedene Aspekte, die da im Zusammenhang stehen. Und dann nochmal die punktuelle Verfügbarkeit. Der Service in der Cloud ist natürlich durchgehend verfügbar, aber komme ich denn eigentlich immer hin? Ja, das heißt, eine Störung der lokalen Verbindung zum Internet ist durchaus eher mal ein Problem, als dass der Cloud-Service an sich ausfällt. Aber wenn ich halt an meine Daten nicht rankomme und ich habe gerade ein dringendes Bedürfnis, mit den Daten umzugehen, dann ist es halt auf den Punkt gebracht, einfach immer blöd. Die andere Variante, die so schon seit Jahrzehnten in der IT gefahren wird, ist einfach höher, schneller, weiter, lokal. Ja, dann weiß ich genau, was ich habe, im Guten wie im Schlechten. Ja, das heißt, ich kann die Kosten berechnen, ich weiß genau, wie ich das bei mir aufs Betriebskostenmodell umschlagen kann, ich kann das genau steuern, habe allerdings immer diesen Fuhrpark am Hals. Ja, ich muss damit letztendlich umgehen. Ich muss dann auch betrachten, wie skalierbar sind individuelle Systeme. Binde ich mich irgendwo in Silos, laufe ich da auf irgendwelche Probleme auf und was zahle ich langfristig für eine Lösung, wenn ich die zum Beispiel dann auch, sagen wir,
über einen normalen Maintenance-Zyklus hinaus betreiben will. Üblicherweise wird es relativ teuer, wenn man dann so eine Schrottversicherung für die Hardware abschließen muss und quasi über den Zyklus von 3 oder 5 Jahren Standardwartung rausgeht. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt. Wenn ich dann mal sowas abtauschen muss, weiß ich ja nicht, was ich übermorgen für eine Technologie bekomme und welche Dinge ich zum Beispiel neu erfinden muss, weil die Technologie der Zukunft einfach andere Voraussetzungen stellt und ich dann plötzlich meine Anwendung darauf wieder hintunen muss. Die dritte Variante ist, dass man sagt, man baut grundsätzlich alles Software-defined. Und darüber sprechen wir heute dann auch primär, weil wir an der Stelle ja auch als DataCore selbst ein Software-Defined Storage Provider sind. Und dabei habe ich halt die Möglichkeit, das Beste aus beiden Welten ein Stück weit zu vereinen. Also ich kann auf der einen Seite mal die Hardware so lange nutzen, wie ich will, weil ich die Dienste damit entkoppelt habe. Ich bekomme eine gewisse Cloud-Agilität und auch die Möglichkeit, die Cloud zu integrieren, dann, wo es für mich sinnvoll ist. Und ich kann planungssicher dann für mich selbst entscheiden, wie ich granular bestimmt einzelne Komponente in der gesamten Infrastruktur austausche, am Leben erhalte, die Wartung eventuell verlängere, was auch immer. Und ich kann mit beliebigsten Komponenten zugeschneidert auf die entsprechenden Anforderungen kosteneffizient für das jeweilige Datenbetriebsmodell reagieren. So, das sind erstmal so die Hauptfragestellungen, die sich so bieten. Um jetzt noch ein bisschen weiter einzusteigen, müssen wir noch mal kurz über den sogenannten Speicher-Dreikampf sprechen. Was haben wir denn heute so am Start? Was es schon immer gibt und quasi die älteste Form von Speichertechnologien ist der sogenannte Blockspeicher. Blockspeicher ist das, was auch die Grundlage für alle anderen Speichertypen bietet. Ja, vollkommen egal, ob wir dann hier jetzt gleich noch über Dateispeicher oder auch Objektspeicher sprechen. Alle diese Technologien basieren im Endeffekt irgendwo auf einer Blockarchitektur. Die Block-Level-Architektur selbst ist in sich strukturiert und wenn ich die jetzt nativ einsetze, ist das ideal für strukturierte Datenbestände mit einer sehr hohen Leistungsanforderung. Das heißt, Daten können sich permanent ändern. Wir haben sehr kurze Schreib-Lese-Antwortzeiten. Das komplette Konstrukt ist maschinenlesbar, damit auch sehr gut in entsprechende Betriebssysteme oder auch in Applikationen, die betriebssystemnah funktionieren, zu integrieren. Und so ein Blockspeicher ist immer exklusiv für ein System, sprich jetzt für eine Applikation oder was auch immer, dann zugeordnet zu der, die dann gehört. Das Zweite, was wir praktisch überall finden, ist die Disziplin der Filer, Dateispeicher oder Dateisysteme. Und Dateispeicher sind schon die erste Klasse der unstrukturierten Datenbestände. Die sind allerdings im Gegensatz zu dem, was wir gleich noch sehen, dem Objektspeicher, sind die interpretierbar, human readable. Das heißt, aufgrund der Architektur des Dateisystems kann ich mein Unternehmensdatenmodell, meine klassische Ablage ein Stück weit in diesem Dateisystem abbilden. Ich kann Ordner erzeugen, Hierarchien erzeugen. Ich kann das alles so benennen, dass ich das mit der realen Welt auch übereinbekomme und das auf Projektgruppen und ähnliche Dinge zuordnen. Und ich kann damit eine sehr gute kollaborierende Datenarchitektur bauen, mit der beliebige Leute gleichzeitig auf den gemeinsamen Datenbeständen arbeiten können. Auch Applikationen können darauf dann gemeinsam arbeiten. Und ich habe damit die Möglichkeit, sehr, sehr viele Dinge zu erledigen, die sich heute so im normalen IT-Haushalt und Alltag darstellen. Und es kommt auch gut klar mit Daten, die sich relativ häufig ändern. Es ist nicht ganz so gut wie jetzt ein Blockspeicher, aber kommt damit noch ganz gut klar. Und dann haben wir als dritte Klasse den sogenannten Objektspeicher, ebenfalls, wie ich schon gesagt habe, eine abstrahierte Datenablage. Dabei haben wir auch die unstrukturierten Daten im Vordergrund. Allerdings sind es eher statische Daten, die sich sehr selten ändern, aber von vielen Leuten genutzt werden. Eher parallel zueinander, nicht kollaborierend. Darum auch der Punkt hier der verteilten Nutzung. Dasselbe gilt auch für Applikationen. Also ich habe also zum Beispiel sehr viele IoT-Architekturen, die ihre Sensorikdaten in so einen Objektspeicher reinpumpen können. Und ein Data-Mining-System kann dann über einen Objektspeicher diese Objekte wieder abholen, analysieren, mit Metadaten anreichern und daraus dann in einem Blockspeicher, um den Kreis zu schließen,
wiederum in einem Data Warehouse Daten erzeugen, die für weitere Entscheidungsfindung notwendig sind. Und da haben wir da halt diesen Aspekt der verteilten Nutzung. Also die IoT-Sensorik schreibt die Daten rein, ein Data Mining-System vom Data Warehouse holt die wieder ab, aber die arbeiten nicht gemeinsam darauf. Und die Daten, die sich in einem Objektspeicher befinden, sind relativ statisch. Archivierung ist auch ein Aspekt, der damit gelöst werden kann. Die Daten selbst sind selbstbeschreibend. Dabei weiß also jedes Datum, was da drin steht, jedes Objekt genau, um was es sich handelt. Ist also mit vielen Metadaten versehen, die dann sowohl menschlichen Anwendern erlauben, sehr genau zu wissen, nach was sie suchen und wie sie mit den Daten umgehen, als auch Anwendungen. Applikationen, die können dann damit auch sehr gut umgehen. Und was Objektspeichern auch üblicherweise gemeinsam ist, ist, dass die nicht über eine proprietäre Schnittstelle arbeiten, sondern über ein HTTP-basiertes Zugriffsmodell, entweder eine REST-API oder über das heute mehr oder minder standardisierte HTTP-Protokoll S3, mit dem ich letztendlich dort Daten reinpumpen oder auch rauslesen kann. Das sind so also so im Prinzip die drei Formen. Und wir als DataCore bauen letztendlich das ganze Thema Software definiert aus relativ einfachen Beweggründen heraus. Den Anwender interessiert am Ende des Tages nicht, wie er auf seine Daten draufkommt, sondern er will da einfach nur hin. Und mit einer Software-Defined Abstraktionsschicht bin ich in der Lage, hier einen persistenten Zugriffslayer zu erzeugen, der sich immer gleichartig verhält für alle Applikationen, Anwender und Anwendungen, egal wie sich unten drunter die Hardware ändert. Und der Layer unten drunter kann prinzipiell aus jeder beliebigen Hardware zusammengebaut werden, wie man hier sieht, auch durchaus bis auf Cloud-Dienste ausgeweitet werden. Und wir haben hier automatisierte Dienste innerhalb dieser Architektur, innerhalb dieses Software-Defined Layers, die dafür sorgen, dass die Daten gefühlt für den Anwender eigentlich immer nach der gleichen Art und Weise nachhaltig verfügbar bleiben, egal, was sich an der Speicherarchitektur darunter ändert. Um das global bereitzustellen, haben wir so ein Framework definiert. Das ist die Idee und die Vision von DataCore One. Und dabei sprechen wir grundsätzlich mal über eine Klassifizierung. Es gibt also sogenannte Primary Storage Architekturen. Das ist das alles, was sich so landläufig klassisch im Block-Level-Bereich abgespielt hat. Extrem hohe Performance-Anforderungen, sehr, sehr viel Änderungsvolumen, sehr kurze Latenzzeiterwartungen, aber mit sehr zielgerichtetem Zugriff. Und nach rechts ist es so, dass der Storage dann immer mehr in so einen Sekundärspeichertyp abdriftet, wo die Performance jetzt nicht mehr so der treibende Faktor ist, sondern es eher um Kosten geht und eine gemeinsame Nutzung bis hin letztendlich zu Archivierungsanforderungen. Und das hat alles bestimmte Reglementierungen und Anforderungen, die nicht alle aus demselben System herauskommen können. Oben drüber sitzen Anwendungen und Anwender, die über unterschiedliche Technologien zugreifen, sei es jetzt physikalische Maschinen, virtuelle Maschinen oder Container, die letztendlich die Konsumentenschnittstelle darstellen. Zugriff erfolgt dann über beliebige Protokolle, also sei es jetzt ein Block-Level-Protokoll, ein Datei-Level-Protokoll oder einen direkten Objektzugriff. Und darüber muss letztendlich so eine allgemein abstrahierte Datendienstschicht liegen. Ja, und diese Datendiensteschicht erfüllt für den jeweiligen Bereich, sei es jetzt Block, Datei oder Objekt, die Anforderungen so, wie es der jeweilige Bereich braucht. Das heißt, wir sprechen über vergleichbare Dinge, die aber nicht namentlich immer identisch sein müssen, je nachdem, wo wir hingehen, aber die am Ende das gleiche Ziel haben. Also letztendlich zum Beispiel Daten bereitstellen heißt bei Block eben, es gibt einen direkten Block-IO, bei File bedeutet es Zugriff auf eine Datei und bei Objekt eben Zugriff auf ein Objekt. Ja? Und diese Dinge sind grundsätzlich vereinheitlichbar. Und dabei dann vollkommen wurscht, was unten drunter für eine Technologie als Blech eingesetzt wird, um das alles abzusetzen, um irgendwo die Daten persistent dann abzulegen. Und abgerundet über eine gemeinsame Control Plane, also eine einheitliche Steuerungsarchitektur, mit der ich für die jeweiligen Spezialdisziplinen im Datei-, Block- oder Objektspeicher die Dinge dann so ansteuern kann, wie die optimal laufen.
Das ist eine Vision. Und zu dieser Vision gehören natürlich dann auch bestimmte funktionale Bausteine, sprich Lösungen, Produkte, mit denen diese Vision umgesetzt werden kann. Und da haben wir schon seit Jahren die Lösung Sun Symphony. Das ist im Prinzip das, mit der, worum DataCore gegründet wurde. Das ist die Urform der Software-Defined Storage-Logik im Bereich Block-Level. Damit lösen wir genau diese Anforderungen für die direkte Block-Level-Architektur. Das heißt, wir abstrahieren Hardware-Block-Level-Lösungen in software-definierte Block-Level-Lösungen. Das Zweite, was wir in dem Portfolio haben, ist der vPhilo. Der vPhilo macht im Prinzip das, was die Sun Symphony im Block-Level-Bereich macht, für Dateisysteme. Das heißt, er abstrahiert NAS-Architekturen, NAS-Filer und erzeugt daraus globale abstrahierte Dateisysteme, die dann erlauben, unten drunter die Hardware auch transparent durchzutauschen. Und ich kann dann damit größere Enterprise-Filesystemanforderungen, auch globale Filesystemlösungen relativ einfach zusammenbauen, ohne für jede meiner Dateianforderungen das Rad neu erfinden zu müssen. Und jetzt vor kurzem haben wir die Firma Karingo akquiriert und damit haben wir die dritte Säule in diesem Szenario, also den Objektspeicher, jetzt auch als Lösung im eigenen Haus. Und der Objektspeicher löst letztendlich all diese Anforderungen und hier jetzt über Swarm mit einer Software-Defined-Lösung für Objektspeicher in vergleichbarer Art und Weise, wie es die beiden anderen Lösungen für Datei- und Block-Level machen und erlaubt damit dann, diese Story von DataCore One in Produkten zu vervollständigen. Und jetzt müssen wir nur noch diese umfassende, darüberliegende Kontrolllayer drumherum bauen. Und das ist jetzt unsere Reise für die nächsten 2 Jahre, das letztendlich so bereitzustellen. Im Moment ist es so, dass sich aber Kunden im Prinzip bei uns aus einer Hand bedienen können, um alle drei Disziplinen letztendlich mit den dafür spezialisierten Produkten abzudecken. Ein Support, eine Architektur, ein Ansprechpartner für alle diese Anforderungen, egal wo die jetzt herkommen. Mit dem Versprechen, dass wir unten drunter letztendlich aus dieser Abstraktion schaffen und diesen Vorteil auf der Hardware-Ebene. So, jetzt gucken wir aber noch mal ein bisschen näher in den Swarm, bevor meine Zeit rum ist. Der Swarm selbst ist mehr als nur ein platter Objektspeicher. Der Swarm besteht im Kern aus so einem Objekt-Repository, ein sehr einfach skalierbares System, das letztendlich die Ablage der Daten in einer hohen Redundanz und Sicherheit gestattet und das auch im Scale-Out-Verfahren beliebig weit nach oben skaliert werden kann. Wir haben nach vorne raus aber auf der einen Seite ein Hardware-Management, das diese einzelnen Knoten, aus denen sich der Swarm zusammensetzt, administrierbar macht, plus dann im Bereich der Sicherheit ein sehr zuverlässiges und leistungsfähiges Mandantenmanagement, mit dem ich dann auch, wenn ich mit unterschiedlichen Active Directories oder LDAP-Verzeichnissen arbeite, hier jeden Mandanten auch einzeln verwalten kann, aber unten drunter mit einer einheitlichen Sicherungsarchitektur im Bereich des Swarm-Kerns arbeite. Dann haben wir vorne dran ein sogenanntes Content-Portal, mit dem ich auf der einen Seite für die Administratoren eine globale Rechteverwaltung abbilden kann, aber für die User auch in der Lage bin, auf meine Daten direkt zuzugreifen, Metadaten zu manipulieren und die entsprechend bereitzustellen. Plus speziell für den Bereich Media Entertainment die Möglichkeit, sehr ausgefeilt mit Streams, Videoclips und Ähnlichem umzugehen, mit direkten Zugriffen auf Teilbereiche aus Media Streams. Und um das ganze Thema im Bereich Security abzurunden, haben wir dann hier die Möglichkeit, auch die Daten zwischen unterschiedlichen Swarm-Clustern redundant zu halten im synchronen und asynchronen Betrieb bis hin zu einer transparenten Sicherung in einem Cloud-Speicher. Das heißt also, ich kann hier zum Beispiel sagen, zusätzlich zu meinem On-Premise gehaltenen, den sich schon sehr sicheren Swarm-Basissystem, kann ich nochmal ein zusätzliches Replikat auf einer beliebigen Cloud-Plattform, sei es jetzt Google, Azure, AWS oder irgendein Private Cloud Anbieter mit der S3-Schnittstelle ist vollkommen wurscht. Also auch da kann ich dann die Daten rauspumpen. Nutzen kann ich das Produkt überall dort, wo ich entsprechende aktive Archivierungsanforderungen habe. Das sehen wir sehr stark im Gesundheitswesen, auch bei öffentlichen Anbietern. Es wird jetzt sehr stark auch nachgefragt im Bereich Automotive, autonomes Fahren,
Was wir auch als Referenz haben, ist im Bereich HPC, im Bereich Geodaten und Klimaforschung, wo letztendlich die Swarm-Architektur die Basisdaten bereitstellt für die drüberliegenden HPC-Anforderungen. Und ich kann es natürlich überall dort einsetzen, wo ich ja einen Schwerpunkt in meinem Datenmodell habe mit statischen kalten Daten, die ich gerne aus meiner primären Anwendungslandschaft raus haben will, um die zu entlasten, um dort effizienter und effektiver zu arbeiten. Was steckt drin? Ja, also wir haben jetzt das alles ja schon mal so kurz angerissen. Das ist im Prinzip so das Schaltbild, Blockschaltbild, was der Swarm so alles leisten kann. Wir haben dort Zugangsschnittstellen auf der User-, Anwendungs- und Endgeräteebene. Wir gehen primär über die Protokolle S3 oder HTTP, wobei es aber auch die Möglichkeit gibt, über NFS Daten rein- und rauszuschleusen, wobei der NFS-Zugang nicht mit einem Filesystem im klassischen Sinne, also mit einem NAS zu verwechseln ist, sondern das ist einfach nur ein Transportprotokoll über eine Gateway-Logik, mit der ich dann über klassische Applikationen, die noch kein S3-Protokoll beherrschen, dort Daten rein- oder rausschleusen kann. Ich habe eine Möglichkeit, SMB-Systeme, also klassische Windows-Filer, entsprechend mit Swarm auszustatten. Dazu brauche ich nochmal so eine weitere Komponente, die nennt sich Filefly, das sehen wir da unten auch kurz erwähnt, die dann letztendlich den Swarm als HSM-Layer, also für ein hierarchisches Speichermanagement nutzt und letztendlich Windows-Filer oder auch NetApp-Filer von den kalten Daten entlastet und die in einem redundanten Swarm abbildet. Wir haben aufgrund der Objektspeicherarchitektur einen universellen globalen Namespace. Wir können mit beliebigen Standorten arbeiten. Wir unterstützen sowohl Stretch Clustering wie auch Cluster-Replikation. Der ganze Part um Sicherheiten, Authentifizierung, Multimandantenfähigkeit hatte ich ja schon erwähnt. Was jetzt noch ganz spannend ist, ist, dass wir ein patentiertes Verfahren darin haben, wo das System autark und automatisch entscheiden kann, wie die Daten geschützt werden. Also der Swarm ist in der Lage, eigenständig zu entscheiden, ob ein Datum repliziert oder Erasure-coded abgelegt wird. Ich kann das festlegen, wie das pro Bucket entschieden wird. Und wir beherrschen beides gleichzeitig im selben Bucket. Das unterscheidet uns ein bisschen so vom Wettbewerb und macht die Lösung an der Stelle ein Stück weit einzigartig. Der Kern an sich ist auch selbstheilend, das heißt, gehen dort eigene einzelne Komponenten verloren, ist er in der Lage, die Datenbestände autark und automatisch wiederherzustellen auf den verbliebenen Ressourcen innerhalb des Swarm-Clusters. Und er kann auch, wenn ich zum Beispiel einen Defekt an einem dieser Serverkomponenten habe und die Festplatten funktionieren noch, kann ich die einfach in einen beliebigen anderen Server reinstecken, die werden dort erkannt und der Swarm bindet die automatisch wieder ein und packt die an die richtige Stelle und die Daten sind wieder da, ohne dass ich eine Recovery durchlaufen muss. Also es gibt hier sehr, sehr viele interessante Themen, bis eben runter zum Bereich Swarm Immutability, was damit abbildbar ist als effektiver Schutz auch gegen Ransomware-Attacken und ähnliche Dinge. Gebaut wird diese Architektur, also dieser Kern aus Standard x86-Servern mit Festplatten oder SSDs, die keine weitere Speziallogik brauchen, keine RAID-Controller, nichts notwendig, nur das blanke Blech. Und wir haben eine Effizienz von 95% bis zu 95% der eingesetzten Plattenressourcen oder Speicherkapazität steht als tatsächliche Payload-Data zur Verfügung, mit der Swarm dann operieren kann. Also ganz spannende Technologie und erlaubt an der Stelle einen skalierbaren, sehr einfach zu verwaltenden Zugriff auf statischen Content. Ich habe also die Möglichkeit, auch sehr einfach sogenannte Mediaportale zu erzeugen, direkt Daten in Webseiten bereitzustellen, wenn ich also dort zum Beispiel die Notwendigkeit habe, Unternehmensdaten so zur Verfügung zu stellen. Also es kann auch genutzt werden als Content-Delivery-Kern in Content-Delivery-Netzwerken. Die Daten sind sicher durch die entsprechenden Replikationsmechanismen. Wir arbeiten dort mit einer sehr, sehr hohen, wie das so schön heißt, Durability, die vergleichbar ist zu dem, was Sie auch von Cloud-Providern angeboten bekommen.
und bietet sich also für so verteilte Workflows an. A, weil die Architekturen relativ günstig sind, es sehr schön über den Scale-Out-Faktor mit den Anforderungen wächst und die Speicherkosten aufgrund der Simplizität der Einzelkomponenten extrem, extrem niedrig sind. Ja, und ich vor allem auch beliebige neue und alte Komponenten im Swarm miteinander kombinieren kann und das System balanced das automatisch aus. Das heißt, packe ich hier neuere Maschinen mit rein, wandern die Daten automatisch dorthin. Ich kann ohne weiteres Problem beliebige alte Knoten abmelden. Die Daten werden in dem Moment dann zwischen den Swarm-Nodes umgekehrt und sind unter Beibehaltung der entsprechenden Verfügbarkeit und Sicherheit dann immer auf den verbliebenen Knoten im Netzwerk dann wieder verfügbar. Und Bringt an uns der also zu Stelle dem schalte ich mich Punkt. einfach mal ein, weil wir jetzt deutlich über die Zeit hinauslaufen, Alexander. Bin eigentlich fertig. Das ist die letzte Slide. Das ist gut, dann Genau. Endschluss. Ja, eigentlich war das jetzt hier nur noch so das Finalslide, um zu sagen, das sind die drei Punkte, ne? Die richtigen Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und mit den Paketen können wir das schaffen. Und damit wäre ich am Ende.